Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf den Punkt. Heute geht es um das Thema USA und ihre Kriege oder Intervention. Da dieses Thema im Moment in unserem Mainstream so gut wie keinen Platz einnimmt und man sich ausschließlich mit den Bösewichten aus Russland, Iran, Nordkorea, China und so weiter beschäftigt, wollte ich das Thema mal wieder in den Mittelpunkt rücken. Vor allem, weil im März diesen Jahres ein 56 Seiten dicker Bericht des Congressional Research Service, kurz CRS, der vom US-Kongress in Auftrag gegeben wurde, erschienen ist. Diese objektiven Fakten kommen direkt von der US-Regierung. Davon hat man natürlich so gut wie nichts gehört. Auch wurde nicht berichtet. Deswegen berichten wir darüber. Hier einige Grafiken, die der freie US-Journalist Ben Norton aufgrund der Information des CRS-Berichts erstellt hat. Auf dieser Grafik sind alle Länder rot gekennzeichnet, in denen die USA von 1991 bis heute insgesamt 251 Militärinterventionen durchgeführt haben. Erstaunlich, nicht wahr? 251 nur seit 1991. Die Liste der vom US-Militär ins Visier genommenen Länder umfasst die überwiegende Mehrheit der Nationen auf der ganzen Erde, einschließlich fast jedes einzelne Land in Lateinamerika und der Karibik und den größten Teil des afrikanischen Kontinents. Pro Jahr waren das ca. 8 militärische Eingriffe. Das bedeutet, wer nach 1990 geboren wurde, hat sein ganzes Leben militärische Eingriffe der US-Amerikaner gegen viele Länder dieser Welt, vor allem im Nahen Osten, miterlebt. Einen großen Aufschrei gab es so gut wie nie. Denn die USA mit ihren NATO-Verbündeten sind sich da doch sehr einig, dass sie ihr Verständnis von Demokratie in die Welt bringen müssen und Menschenrechtsverletzungen weltweit hauptsächlich militärisch bekämpfen wollen. Und natürlich hatte die USA auch schon vor 1990 internationale US-Militärinterventionen, denn seit Beginn der Zählung im Jahre 1798 waren es stolze 218 Mal. Das sind insgesamt 469 US-Militärinterventionen seit 1798, die vom US-Kongress dieses Jahr öffentlich anerkannt wurden. Doch bevor wir weiter auf den Bericht eingehen, möchte ich euch einen Ausschnitt der Rede des ehemaligen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower aus dem Jahre 1961 zeigen, in dem er damals schon vor der durchdringenden Macht des militärisch-industriellen Komplexes ausdrücklich die Bevölkerung gewarnt hatte. Er war derjenige, der diesen Begriff als erster der Welt näher brachte. This evening I come to you with a message of leave-taking and farewell, and to share a few final thoughts with you, my countrymen. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. Ja, und heute hat der sogenannte militärisch-industrielle Komplex absolut freie Fahrt und ist inzwischen einer der größten Wirtschaftsfaktoren der Welt. Und immer mehr Staaten machen da einfach mit. Da lässt sich schließlich viel, viel Geld verdienen. Aber zurück zu unseren US-Militäraktionen. Die US-Organisation The Military Intervention Project der Tufts University Center for Strategic Studies geht sogar von über 500 US-Militärinterventionen aus. Und ich zitiere hier mal aus dem Bericht. Nach unseren Daten haben die USA seit 1776 über 500 internationale Militärinterventionen durchgeführt, fast 60% davon zwischen 1950 und 2017. Zitat Ende.
Mehr als ein Drittel dieser Missionen fanden sogar nach 1999 statt. Mit dem Ende des Kalten Krieges hätte man erwarten können, dass die USA ihre Militärinterventionen im Ausland verringert. Aber wie wir sehen, fand das genaue Gegenteil statt. Die USA haben ihr militärisches Engagement im Ausland sogar verstärkt. Die Vereinigten Staaten geben ungefähr so viel für Verteidigung aus wie der ganze Rest der Welt zusammen. Ja, richtig gehört. Und sie bleiben irgendwie immer noch das einzige Land, das in der Lage ist, weltweit militärische Macht zu projizieren. Sie besitzen ca. 1000 Militärbasen weltweit. Da variieren zwar die veröffentlichten Zahlen immer wieder, aber man kann locker davon ausgehen, dass es weit über 700 US-Militärbasen auf der Welt gibt und 3/4 aller Militärinterventionen auf der ganzen Welt gehen von den USA aus. Von den insgesamt 469 dokumentierten ausländischen Militärinterventionen stellte der Congressional Research Service fest, dass die US-Regierung nur 11-mal formell den Krieg erklärte, in nur 5 separaten Kriegen. Im CRS-Bericht kann man gleich zu Anfang lesen, dass die Liste der Militärinterventionen keine verdeckten Aktionen, Inlandsaktionen, Besatzungstruppen, die im Ausland wie auch in Deutschland immer noch stationiert sind, beinhalten. Auch die Teilnahme an Organisationen für gegenseitige Sicherheit, Basisabkommen oder routinemäßige militärische Unterstützung, auch Ausbildungsmaßnahmen und CIA-Operationen und Destabilisierungsaktionen im Ausland wurden alle ausgeschlossen. Schauen wir uns mal eine weitere Grafik an. Da sieht man eindeutig, dass bis 1945 Lateinamerika, die Karibik, Ostasien und der Pazifikraum für das US-Militär von großem Interesse war. Ab 1946, nach dem Zweiten Weltkrieg, kam der Mittlere Osten, Nordafrika, Europa und Zentralasien dazu. Und ab dem Jahr 2000 erkennt man ein gesteigertes Interesse an Südostasien und fast ganz Afrika. In einer weiteren Grafik sieht man die US-Militärintervention pro Jahr. Sie geht bis 1800 zurück. Da erkennt man sehr klar, dass ab Ende des sogenannten Kalten Krieges die Interventionen stark zugenommen haben, insbesondere im Nahen Osten und Nordafrika. Da der US-Kongress nur 11 Kriegseinsätze in insgesamt 5 Kriegen anerkannt hat, kann man also davon ausgehen, dass die USA in 98% der US-Militärinterventionen in anderen Ländern keine Kriege geführt haben. Also wäre eine berechtigte Frage, was sie denn in diesen Ländern wirklich militärisch gemacht haben und mit welcher Legitimation dies geschehen ist. Macht euch bitte wie immer eure eigenen Gedanken dazu und ich möchte hier nochmals betonen, dass ich persönlich jegliche Kriege und Militärinterventionen einschließlich dem Einsatz von Wirtschaftssanktionen gegen egal welches Land ablehne. Aber das ist nur meine Meinung. Nun, mit wem könnte man die militärische Macht der USA eigentlich überhaupt vergleichen? Da fiel mir ehrlich gesagt nur das britische Imperium ein. In dieser Grafik von Statistica kann man sehen, dass das britische Empire so gut wie alle Länder der Erde militärisch angegriffen hatten. Und hier zu eurem eigenen Vergleich. Nochmals die aktuelle Karte der US-Militärintervention. Ja, so sieht es aus, wenn man bedenkt, dass die bösen Russen schätzungsweise ca. 25 russische Militärstützpunkte in 9 ehemaligen Sowjetrepubliken besitzen, also alle in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft und dann den Zahlenvergleich von etwa 1000 US-Basen zu 25 russischen Militärbasen macht, kann man erkennen, dass eine russische aggressive Bedrohung kaum von Russland ausgehen kann und sie recht unterlegen sein dürften. Auch von China ist kaum ein militärischer Angriff gegen die USA zu erwarten. Sie besitzen lediglich einen Militärstützpunkt im Ausland, und zwar im Kleinstaat Djibouti am Horn von Afrika. Von dort aus organisierte Peking die Evakuierung chinesischer Staatsbürger aus Libyen im Jahre 2011 und aus dem Jemen in 2015. Also kriegerisch kann man diese Aktion der Chinesen nicht gerade nennen. Ach, und zum Schluss noch eine aktuelle Nachricht aus dem Pentagon.
Sie informieren uns, dass in Zukunft die Ausbildung von ukrainischen Soldaten in Wiesbaden-Erbenheim koordiniert wird, dem Hauptquartier des US-Heeres für Europa und Afrika. Das neue Zentrum orientiert sich am Modell der US-Ausbildungseinsätze im Irak und in Afghanistan. Bis jetzt wurden rund 2000 Soldaten und Soldatinnen am Standort Wiesbaden ausgebildet, teilweise von US-Truppen, die im Februar aus der Westukraine abberufen worden waren. Aha, das ist interessant. Weiter heißt es, das Training selbst wird auch an anderen Standorten durchgeführt, etwa in Idar-Oberstein an der Panzerhaubitze 2000 oder im bayerischen Grafenwöhr an westlichen Artilleriesystemen. Bis Ende 2022 war General Cavoli Chef in Wiesbaden. Jetzt ist er oberster Befehlshaber der US-Streitkräfte in Stuttgart. Im August diesen Jahres wurde das Logistikzentrum des International Donor Coordination Center von Stuttgart nach Wiesbaden verlegt. Die von 40 verbündeten Nationen an die Ukraine gespendeten Waffen wie Flugabwehrraketen, Artillerie, Haubitzen oder Drohnen werden ab jetzt von Hessen aus verteilt. Na, ob das unseren Nachbarn den Russen gefallen wird? Es entsteht auf jeden Fall eine neue Kommandantur mit 300 amerikanischen Militärkräften auf deutschem Boden, die von einem Drei-Sterne-General der USA geleitet wird. Nun, diese Art von Intervention auf deutschem Boden wird in keinen Berichten auftauchen, denn das ist ganz normaler Alltag unter Alliierten und wird nicht berücksichtigt. Aber hey, was sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg noch mal vor einigen Tagen in Brüssel? Schauen wir es uns an. Die NATO ist kein Teil des Konflikts, aber unsere Unterstützung spielt gerade eine entscheidende Rolle. Die NATO-Verbündeten haben seit 2014 der Ukraine Unterstützung geleistet. Mit der Ausbildung von etwa Zehntausenden von ukrainischen Offizieren, nur als Beispiel genannt, um eben eine mögliche Aggression Russlands abwehren zu können. Unsere Botschaft ist klar. Die NATO steht an der Seite der Ukraine. Eine, solange es nötig ist. So. Die NATO ist demnach kein Teil des Konflikts in der Ukraine. Erstaunlich, was? Ja, das war es mal wieder von mir und ich hoffe, ich konnte euch einige neue Informationen zu diesem Thema liefern und beende diese Ausgabe mal mit musikalischer Untermalung und sage wie immer, bleibt neugierig und bleibt Mensch. Bis zum nächsten Mal.